Lieben und herzlich willkommen zu, wie ihr schon gelesen habt, was soll ich sagen, noch ein Unboxing-Video. Genau. Ja, ich habe mir doch noch mal was von everydaydeals.com zuschicken lassen. Das ist einmal hier drin. Da ist ein Bild drin und noch eine ganz andere coole Sache. Und ich mache da zwei Videos draus. Einfach weil die das von mir so wollten. Dass ich da zwei Videos von mache, weil ich einfach, ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt einfach mal ganz frech gefragt nach einer gewissen Sache und das übersteigt das Budget der Kooperation. Ich bin ja ehrlich mit euch. Und dann war halt die Voraussetzung, dass ich zwei Videos von machen soll. Okay, dann ist das so. Dann machen wir halt zwei Videos raus. Ist ja auch gar kein Problem. Ihr habt den Titel gesehen, dass es sich wieder um Diamond Painting handelt. Also, wer da kein Interesse dran hat, dann einfach abschalten. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Die Sachen wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist dementsprechend eine Werbesendung, eine Dauerwerbesendung. Und ja, ich habe mir da was ganz Cooles ausgesucht, was eigentlich in jeden Diamond Painting Haushalt gehört, meiner Meinung nach. Und das möchte ich euch, das zeige ich euch als erstes. Und im nächsten Video zeige ich euch das Bild, was ich mir ausgesucht habe. Das ist nämlich auch nicht ein so ganz normales Bild. Das ist nämlich auch was ein bisschen was Besonderes. Und da freue ich mich mega drauf, das anzufangen. Ich zeige euch jetzt aber erstmal das Zubehörteil, was ich mir ausgesucht habe. Ist alles noch hier in der Tüte verpackt, also dass ihr mal seht, das kommt denn so an. Die Absenderadresse ist in Deutschland. Ich denke, das geht, wenn ihr zurücksenden wollt, dass der Versand halt, ne, klar. Es wird aber verschickt aus China. Ich hatte ja jetzt schon mehrere Firmen, wo ich in China bestellt hatte, Diamond Painting. Und die waren doch mit am schnellsten von der Lieferung her. Ich glaube, eine knappe Woche und dann war das auch hier. Also das ging rucki-zucki, keine Zollprobleme, nix, alles gut. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir da rausgesucht habe. Also wir packen jetzt ein Teil zusammen aus. Kameraeinstellung ist diesmal auch erstmal ein bisschen anders, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und zwar habe ich mir ausgesucht, einen Koffer. Ja, ich habe mir einen Koffer ausgesucht. Aber das ist nicht irgendein Koffer. Das ist ein Koffer, wo man die Steine vernünftig drin aufbewahren kann. Ich habe ja mittlerweile nicht nur ein angefangenes Bild Diamond Painting. Ich habe mittlerweile schon mehrere Diamond Paintings, die angefangen sind. Und mir gehen die Boxen mit den Steinen, wo ich die Steine drin lagern kann, aus. Weil nicht alle haben eine Zippertüte, alle Bilder. Manche ja, manche nicht. Und ja, dann hast du die halt offen. Und dann, ja, genau. Ich zeige euch das jetzt aber einmal. Und deswegen habe ich gesagt, ja, Kooperation ist ja schön und gut, aber wo soll ich denn mit den ganzen Steinen irgendwann hin? Weil ich möchte euch ja auch das zeigen, wie ich das Ganze denn klebe und nicht einfach nur, ich mache das ja dann auch. Also wisst ihr, wie ich das meine? Und irgendwo muss man das Ganze ja lagern. Also das ist so ein schöner kleiner süßer Koffer. Na, klein ist relativ. Das ist so eine Art Samtstoff. Die gibt es in verschiedenen Designs auf jeden Fall. Da gibt es auch welche, wo Tiere drauf sind. Produkt verlinke ich euch unten drunter natürlich und die Seite, die würde regulär kosten. Die hat ein bisschen einen Preis, ja. Aber ich hätte die mir auch, glaube ich, so bestellt irgendwann, weil man einfach nicht mehr weiß, wohin und das ist alles super ordentlich verstaut. Die kostet 45,75 €. Die hat einen Reißverschluss ringsherum. Die hat ja auch einen Griff, den kann man auch rausziehen, den Griff. Das habe ich auch schon rausbekommen. Genau, den kann man länger machen. Und wenn man das Ganze dann aufmacht, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Genau. Da sind drin 60 Döschen, womit man die Steine besser verstauen kann. 60 Döschen hier in so eine Schaumstoff Unterlage drin. Super ordentlich verstaut. Du kannst das Ding zumachen und es ist weg. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich kann euch ja mal eben mein aktuelles. Es gibt sowas ja auch noch günstiger. Das zeige ich euch mal. Das haben wir auch im Shop. Und zwar sind das solche Boxen. Da hast du so eine Box, da ist jetzt alles drin von einem Bild. Und da sind so solche höheren Boxen drin. Haben die auch im Shop? Also die haben mehrere Boxen drin. Ich habe mich jetzt aber für die entschieden, weil ich fand die optisch einfach schön. Das sind dann so eine. Genau. Und in dieser habt ihr halt diese Runden drin. Genau, das Volumen, denke ich, Fassungsvermögen wird dasselbe sein. Das ist auch sehr schön und praktisch hier. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie viel hier reinpassen. Ich glaube, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. 3, 6, 9, 9, vielleicht so. Ich glaube,
8 mal 9, so 72 Stück vielleicht passen hier rein von diesen Boxen. Also ein bisschen mehr wie hier, aber das ist natürlich optisch einfach ein bisschen schöner. Ne? Das macht was her. Und dann sind ja auch nicht nur diese die Röhrchen da drin. Nee, wir haben ja auch noch ein bisschen Zubehör drin. Dann habt ihr hier oben so ein Meshfach. Und da habt ihr einmal so Aufkleber drin, einen Bogen, Stickers, wo ihr da die Nummern draufschreiben könnt von den jeweiligen Perlen ist da drin. Und dann sind hier zwei Löffel mit bei. Das kann man sich überlegen, ob man die für die Steinchen nimmt oder ob man die zum Essen nimmt. Kann man ja auch. Auf jeden Fall kann man dann halt die auch so rausholen. Genau, und das Zubehör ist nämlich auch total cool. Da sind Sachen bei, die habe ich nämlich auch noch nicht. Das zeige ich euch auch einmal. Also ist hier nochmal eine Tüte mit Zubehör. Das holen wir einmal raus. Da haben wir einmal zwei kleine Schiffchen drin. Die sind ja meistens überall dabei in den Sets. Aber was richtig cool ist, da ist auch ein ganz großes drin. Und das finde ich mega. Ich habe auch ein großes. Das zeige ich euch jetzt auch mal im Vergleich. Das hatte ich mir mal bestellt. Das ist aber immer noch nicht ganz so groß. Seht ihr den Unterschied? Und das ist richtig gut. Also wenn ihr da Stellen habt, wo eine Farbe mehrmals vorkommt mit einem Mehrfachsetzer, perfekt, perfekt. Also ihr habt da wirklich in dieser Kiste drin das, also super. Dann ist noch so ein Schieber hier dabei. Sowas habe ich noch nie benutzt. Da kann man die Steine richtig hinschieben, nochmal ein bisschen gerade rücken, dass alles ordentlich gerade ist und passt. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Dann waren da drinne einige Wachs. Plättchen, 2, 4, 6, 8, 10 Stück an der Zahl. Wachs, gut, kann man immer gebrauchen. Wachs war drinne. Dann war drin, fand ich auch ganz cool, so ein Trichter. Den packe ich jetzt mal mit euch aus. Oder ist drin, nicht war drin, ist ja da drin. Ein Trichter, das heißt, den kannst du hier so ein- und ausklappen. Das heißt, wenn du die Steine zurückkippst, dann geht auch nichts verloren. Machen wir einmal vor, dann hast du hier dein Röhrchen, schraubst das auf. Trichter rein, kannst die Steine da reinkippen und da fliegt nichts woanders hin, wo es nicht hin soll. Der ist ein bisschen verformt, aber das ist Silikon, das formt sich so aus. Also auch eine ganz coole Idee, hatte ich so auch noch nicht gesehen. Also ein kleiner Trichter war mit drin. Dann einige von diesen Zippertütchen sind mit drin. Kann man auch immer gebrauchen. Eine Pinzette ist mit drin, die ist aus Plastik. Die finde ich jetzt nicht so, die würde ich jetzt so nicht benutzen. Zum Aufbauen zupfen ist ja auch nichts. Also, das ist jetzt eher, ist halt eine Plastikpinzette, ganz einfach gehalten. Und dann haben wir noch aber ein paar Stifte dabei. Und zwar alle haben vorne natürlich den einzelnen, also 4 Stück sind davon drinne. Den einfachen Picker, wo man einen Stein draufkriegt und dann aber verschiedene Aufsätze. Wir haben hier einmal einen Dreier, müsste das sein. Ich glaube, ein Dreier. Ein Dreier ist dabei, ein Zweier oder ein Dreier? Nee, ist ein Dreier. Ein Dreier, dann haben wir dabei ein, was ist das, ein Fünfer oder ein Sechser? Zweimal ein Sechser, glaube ich. Und hier der 8 oder 10, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Genau, also ich benutze die wohl, die Mehrfachsetzer, weil das tut manchmal unwahrscheinlich Arbeit ersparen. Ich habe natürlich, ich habe im Moment nur Bilder mit runden Steinchen. Die sind einfach leichter zu setzen und sieht sauberer aus. Wenn du nämlich eckige Steinchen hast, musst du das echt exakt setzen, damit das auch gut aussieht am Ende. Bei runden ist das nicht ganz so dramatisch. Deswegen bevorzuge ich eher runde Steinchen beim Diamond Painten. Das mal dazu gesagt. Ich mache das auch unwahrscheinlich gerne, das Diamond Painting. Also mir macht das Spaß. Deswegen habe ich mich auch nochmal auf die Kooperation eingelassen. Weil ich einfach, ich schleiche schon lange um diese Box drumherum, bin ich ganz ehrlich. Da schleiche ich schon echt lange rum. Jetzt habe ich gesagt, nee, komm. Und hätten die mir nicht zugeschickt, dann hätte ich die auch selber gekauft, weil einfach, ich kann das echt mittlerweile gebrauchen. Und die ist auch schön stabil, das fässt sich gut an, sieht vernünftig sauber verstaut aus. Also, dann der ganze Zubehör dabei. Also, ich bin super, super zufrieden damit. Ja. Das ist da alles drin, wenn ihr euch diesen Koffer holt. Also, ich bin der Meinung, mein Gutscheincode, der gilt noch. Zinier ist der mit 10%. Müsst ihr ausprobieren. Ich habe nicht nachgefragt, ob der noch geht. Pack das mal wieder schön ein. Und dann können wir nämlich im nächsten Video, wenn ich euch zeige, was ich mir für ein Bild bestellt habe, ein bisschen den Koffer packen zusammen. Genau. Weil das landet bei mir nicht in der Ecke. Nein, nein, nein. Das wird ordentlich benutzt. Koffer zu. Alles super verstaut. Könnte man jetzt sogar mit für unterwegs mitnehmen, wenn man jetzt in Urlaub fährt oder so.
Hast du noch ein kleines Köfferchen? Man könnte auch den Koffer, wenn man fertig ist mit Painten, nehmen und alles rausholen. Also du kannst ja hier die Einlage kannst du entfernen. Die kannst du hier rausnehmen. Dann hast du auch einen coolen Reisekoffer noch, ne? Da kannst du Kosmetik reinpacken oder so. Jetzt nur mal so, falls man mal kein Interesse mehr hat an deinem Painting oder so. Also der ist ja wiederverwendbar. So ist er nicht. Also ich finde es mega. Ich bin super zufrieden. Ich freue mich, dass ich den zugeschickt bekommen habe. Auf jeden Fall. Wie gesagt, den Link packe ich euch unten runter, könnt ihr euch mal angucken. Es gibt verschiedene Designs und ja, das war schon zum ersten Video, würde ich sagen. Ist ein kurzes, knackiges Video, aber es geht ja bloß um ein Produkt im Prinzip. Und das, ja, ich finde es mega cool. Ich finde es mega cool. Wie gesagt, jeden selber überlassen, ob ja oder nein. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, dass ihr das in bewegten Bildern seht, weil meistens im Shop ist das ja immer nicht so. Ne, hundertprozentig, also von daher, genau, das soll es schon gewesen sein zum ersten Video, das zweite lade ich direkt hinterher hoch, also ich denke, ihr kriegt die direkt parallel, oder ich lasse eine Woche dazwischen, keine Ahnung, so als Teaser, ich habe mir ein richtig cooles Bild ausgesucht, richtig, richtig cool, und noch eine andere Kleinigkeit habe ich mir ausgesucht, genau. Und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann schaut euch einfach das nächste Video an, und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.